Ein Clown in seiner Heimatstadt. Max Meyer unterwegs in den Straßen von Regensburg. Der Stadt, die für vieles steht, was er im Leben schätzt. Und schaut's mal, ist das nicht schön? Als Zirkuskünstler darf es für ihn gern altertümlich und gemütlich sein, aber bitte nicht zu konservativ. Regensburg ist sehr aufgeschlossen gegenüber allem Neuen. Es ist eine Universitätsstadt. Es kommen ganz, ganz viele Leute aus verschiedenen Himmelsrichtungen hierher, um hier zu studieren, um hier zu leben. Es ist eine ganz einfache Stadt. Ich habe mich immer beschützt gefühlt. Ich habe mich immer umsorgt gefühlt, sicher gefühlt. Es geht uns hier allen gut. Den Leuten geht's gut. Die haben genug zu essen. Man kennt die Leute, man kennt sich aus. Man trifft so die Kulturen, dieses Bayerische, Konventionelle. Aber dadurch, dass das einfach irgendwie so eine junge Stadt auch ist, ist immer eine ganz spannende Mischung. Während seiner Zivildienstzeit begann Max, mit Freunden auf der Straße aufzutreten. Und schon bald war ihm klar, seine Berufung war es, Clown zu werden. Ja. Viele meiner Freunde haben das gewusst, dass aus mir irgendwas anderes wird. Ich war viel unterwegs. Ich habe viel auf der Straße gelebt. Da haben viele schon geahnt, da wird irgendwas passieren. Und es passierte vor 10 Jahren. Max ging auf Reisen und blieb gleich 7 Jahre weg. In Bolivien lebte er ein ganzes Jahr lang als Straßenkünstler von der Hand in den Mund. Ich habe damals schon viel Armut gesehen, viel Elend, aber gleichzeitig auch so viel Improvisationstalent, so viel Gelassenheit in all diesen schwierigen Schicksalen. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich sehr bewegt. Seit 2015 ist Max Meyer zurück in Regensburg und arbeitet seitdem regelmäßig bei den Klinik-Clowns und auf Veranstaltungen. Doch das Fernweh ist geblieben. Und jetzt endlich packt er wieder seine Koffer. Mit 2 Kolleginnen wird er für die SOS-Kinderdörfer weltweit nach Bolivien zurückkehren und traumatisierten Kindern aus armen Familien Clownerie und Zirkuskünste beibringen. So, tada, tada! alles nicht so ernst, gell, beim Clown, der auf Reise geht, deswegen. Ich freue mich total drauf, so einen Blödsinn mit den Kindern zu machen und nach 10 Jahren wieder dort zu sein, wo der ganze professionelle Unsinn angefangen hat. Die SOS-Kinderdörfer betreiben in Bolivien flächendeckend Sozialarbeit und helfen den Ärmsten mit Lebensmitteln, Beratung und Berufsausbildung, damit ihre Familien nicht zerbrechen. Max Meyer und seine Clown-Kolleginnen Katrin Rolfs und Milly Morales-Fress von der Organisation Clowns ohne Grenzen besuchen das SOS-Kinderdorf Cochabamba-Jordan. 4 Wochen werden die Clowns aus Bayern mit SOS-Kindern eine Show erarbeiten. Doch zunächst sorgen sie selbst für Spaß. Das Herz ist offen, du kriegst so viel zurück. Also wir sind ziemlich kaputt immer nach der Show, wir spielen fast 1 Stunde. Aber dieses Kinderlachen und einfach das begeistert mitfiebern, das ist einfach unbezahlbar. Max, Milly und Katrin wollen sich auch gern ein SOS-Kinderdorfhaus von innen ansehen. SOS-Mutter Merce ist schon seit einem Vierteljahrhundert professionelle Mama und hat 23 SOS-Kinder aufgezogen. Den SOS-Müttern und SOS-Erzieherinnen bringen die 3 deutschen Clowns bei, wie sie Spaß und Zirkuskünste pädagogisch in der eigenen SOS-Familie einsetzen können. Das Anliegen ist nicht, dass ein paar Clowns aus weiter Ferne irgendwo anreisen, um die Kinder zu belustigen, sondern dass wirklich auch geholfen wird, sich selbst zu helfen. Dass sie durch uns Denkanstöße erfahren und vielleicht andere Arten zu sehen und erleben zu können, ausprobieren zu können, wie man mit Problemen umgeht, wie der Clown mit Schwierigkeiten umgeht. Max Meyer, ein Clown, der die Welt in allen Facetten gesehen hat. In Bayern fühlt er sich am Ende aber doch immer noch richtig daheim. Really? Ja. Yeah. Yes! You too, you too. Dir auch!
Thank you.